Hallo zusammen. Der Stempelpalast geht on Tour und diesmal habe ich gedacht, nehme ich euch einfach mit. Wir haben straffes Programm. Bremen, Stuttgart, Homburg, Stuttgart, Bremen in 60 Stunden. Morgen früh geht's los. 7:15 sitze ich im Zug. Und ich sitze aktuell gerade in meinem Schlafzimmer und packe gerade die letzten Sachen. Heute Nachmittag muss ich noch ein bisschen arbeiten. Unter anderem treibt es mich nochmal zur Deutschen Bahn. Ich habe nämlich eine E-Mail von denen bekommen, dass ich weiß auch nicht so genau, irgendwas mit meinem Ticket nicht stimmt. Sie mich irgendwie augenscheinlich umgebucht haben und ich ja keine Platzreservierung für den neuen Zug habe. Ich weiß nicht, ich möchte das auf jeden Fall nochmal klären, weil ich mich da morgen 7:15 nicht imstande sehe, das zu klären. Darum fahre ich da heute Nachmittag noch vorbei. Genau, frisch geduscht sind wir schon. Gepackt haben wir auch fast alles. Die Swaps sind so gut wie fertig. Alles, was ich mit den Swaps noch tun muss, kann ich auch im Zug oder bei der lieben Anja in Stuttgart tun morgen Abend. Da ist ja Katalogparty. Und schauen wir mal. Ich freue mich mega auf das Wochenende. Werde jetzt noch die letzten Sachen in den Koffer schmeißen und dann noch ein bisschen arbeiten. Und dann nehme ich euch einfach mit, Vlog-mäßig, Bremen, Stuttgart, Homburg, Stuttgart, Bremen in 60 Stunden. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Viel Spaß dabei. So, jetzt mache ich mal eben ganz kurz Pause und berichte euch. Tatsächlich, so wie ich es vorhin befürchtet habe, ich darf nicht mit meinem Zug fahren. Ich habe jetzt umgebucht. Ich bin jetzt eine halbe Stunde später in Stuttgart und eine halbe Stunde später Sonntag auch wieder in Bremen. Aber ich habe jetzt wieder Platzreservierung und jetzt ist alles gut. Jetzt habe ich unerwartet noch eine halbe Stunde Zeit geschenkt bekommen heute und sitze jetzt hier und bastel an den Swaps fertig oder bastel die Swaps fertig. Und gleich geht mein Terminkalender weiter. Gepackt habe ich noch nicht alles, aber wir arbeiten dran. Wenigstens konnte ich abwenden, dass ich morgen auch noch hätte eine Stunde früher einen Zug nehmen müssen. Das wäre nämlich die erste Lösung von der Deutschen Bahn gewesen. 6:15. Nee, ich nicht. Dafür bin ich jetzt eine halbe Stunde später in Stuttgart. Aber wir kriegen das hin. So, jetzt bastel ich weiter. Ich zeige es euch dann auch irgendwann mal, wenn es fertig ist. Aber jetzt muss es erst fertig werden. Also, bis bald. Ja, ich nochmal. Wir haben es jetzt 21 Uhr. Es wird immer später. Ich war gerade nochmal ganz schnell bei meinem Teammitglied. Und jetzt mache ich mich sofort auf den Weg nach Hause. Und dann muss ich noch packen, die Swaps fertig machen und dann kann ich ins Bett. Und wird spät heute Nacht. Dafür habe ich jetzt wieder den unwiderstehlichen Blick, denn ich war zwischendurch schon beim Friseur für Augenbrauen und Wimpern. Und ich fahre dann jetzt mal ganz schnell nach Hause. Also, bis später. Hallo ihr Lieben. So, es ist alles gepackt. Die Blogbeiträge sind vorgeschrieben. Ich habe gerade noch Fotos gemacht von den Swaps, die ich mitnehme auf das Statistik, damit ihr das am Samstag auch sehen könnt. Ich habe Catch the Sketch vorgeschrieben.
und es ist tatsächlich so spät, dass das Ergebnis von Catch the Sketch jetzt online ist. Tatsache, es ist nach 0 Uhr. Ich gucke gerade mal eben hier. Könnt ihr gar nicht sehen, ne? Ha, hier steht noch meine Pepsi Max. Ne, Cola Light ist es. 16 nach, kann man nicht sehen, weil, falsch rum, 0 Uhr 16, tatsächlich. In 6 Stunden und 14 Minuten steht das Taxi hier. Ja, ich würde sagen, das wird eine kurze Nacht. Ich habe jetzt alles gepackt, hoffentlich. Mein Handy muss gleich noch laden und meine Powerbank lädt noch auf. Ich habe nämlich nicht mal mehr Kraft, den Arm hier hochzuhalten. Das ist ja auch der Knaller, ne? Hier, ich bin übrigens schon wieder in meinem Bett angekommen. Ja. So sieht's aus. Ich bin echt müde jetzt. Aber ich habe, glaube ich, echt alles erledigt. Sonntag geht die Umfrage online, ob ihr überhaupt Bock habt auf diesen Vlog. Schauen wir mal. Ich bin selber gespannt, was das so wird. Ja. Jetzt heißt es auf jeden Fall ganz schnell Augen zu. 5:30 geht der Wecker. Und dann noch die letzten 3 Sachen in den Koffer. Was Hübsches anziehen. Da fällt mir gerade ein, ich muss noch mal eben gucken, ob mein Oberteil für Samstag jetzt trocken ist oder ob ich das heute Nacht noch auf die Heizung hängen muss. Dann muss ich gleich noch mal los. Ja, die letzten Sachen im Koffer, Spülmaschine läuft jetzt gerade noch. Die ist dann morgen früh auch durch. Ja, also jetzt noch schnell nach dem Oberteil gucken und dann fix ins Bett. Schlaft recht schön und ja, bis morgen früh, ne? Gleich nachher. Nachti. Guten Morgen, ihr Lieben. 6:10. Geduscht, Zähne geputzt, angezogen, quasi abfahrtbereit. Ich schmeiße jetzt noch den letzten Rest in den Koffer und das Taxi kommt gleich. Schlimm wäre, wenn ich jetzt frühstücken müsste. Das kann ich gar nicht so früh. Ich werde mir gleich am Bahnhof 2 Brötchen kaufen, die ich irgendwie einfach auf der Zugfahrt dann essen werde. Und ja, jetzt werde ich mich also erstmal... Oh, hier. Noch Falte vom Schlafen im Gesicht. Auch schön, ne? Creme macht es eben doch nicht möglich. Also, ich mache mich jetzt erstmal so langsam Richtung Haustür. Es ist einfach viel zu früh. Ich bin, glaube ich, ich habe um 2:30 das letzte Mal auf die Uhr geguckt. 5:30, 4 Stunden, das ist schon arg wenig. Vielleicht schaffe ich das im Zug ein bisschen zu dösen. Ich befürchte eher nicht, aber erstmal machen wir uns jetzt auf Richtung Taxi. Angekommen. Wir haben noch 7 Minuten, bis der Zug fährt. Ich bin total erstaunt, wie viele Menschen muss sie mir jetzt durchs Bild laufen, muss sie, ne? Wie viele Menschen um diese Uhrzeit Zug fahren,
Unser Zug ist augenscheinlich ausgebucht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, es bleibt spannend. Gebracht. 10 Minuten Verspätung haben wir jetzt zusammen und am selben Bahnsteig gegenüber, sehr freundlich mit Gepäck. Gibt es gleich in 3 Minuten den nächsten Zug nach Stuttgart. Zwischenzeitlich hat sich Six gemeldet. Mein Auto gibt es nicht. Ich will mir ja ein Auto mieten in Stuttgart und mein Auto gibt es nicht. Jetzt gibt es irgendwie ein anderes Auto. Mal schauen, was das so wird. Es bleibt also spannend, wann und wo ich dann heute mal auf der Katalogparty ankomme. Also, ich steige jetzt gleich erstmal um und melde mich später wieder. Herzlich willkommen, Stuttgart Hauptbahnhof, würde ich sagen. Also, von da bin ich gerade gekommen. Hier ist die Megabaustelle, von der alle sprechen. Das scheint der Hauptbahnhof zu sein. Da gehen wir jetzt weiter. So, mein Zimmer. Piept's bei euch auch? Bei mir piept's auch. Aber für 2 Tage wird's gehen. Die Aussicht ist phänomenal. Gut, dass die heute Nacht Feierabend haben. Ja, ihr Lieben, ich bin im Hotel, aber ja nur kurz.
Es geht für mich gleich weiter. Ich werde mich jetzt einmal frisch machen. Und dann geht es für mich ins Stempellädle. Das gibt es hier irgendwo in Stuttgart. Das werde ich mir mal anschauen. Und dann fahre ich ein bisschen aus Stuttgart raus und treffe mich dann auch mit Anja. Ich bin gerade total geflasht. Ich stelle euch mal eben ab. So. Sehe ich jetzt dick aus? Nein, doch. Mir wird der Arm lahm. Ich bin total geflasht gerade, weil ich habe ja heute Morgen im Zug eine E-Mail bekommen, dass das von mir gewünschte Auto nicht verfügbar ist, weil der Vormieter den Wagen nicht zurückgegeben hat. Verbunden mit der Frage, ob es denn unbedingt die Klasse sein müsste. Ja, muss es. Ich möchte nicht in einer Nussschale sitzen, wenn ich 500 Kilometer Auto fahre an einem Tag. Ja, jetzt sitze ich nicht in der Nussschale. Jetzt sitze ich in meinem Wohnzimmer. Sie haben mich jetzt drei Klassen abgegradet und ich muss das sogar ablesen. Ich fahre heute einen Jaguar F-Pace. Ich habe noch keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall ist es sehr viel größer als das, was ich bestellt habe. Ich packe jetzt die Koffer um und dann mache ich mich auf zu dem Parkplatz, wo ich den Wagen finde. Und dann zeige ich euch mal ein Auto, ein Schiff, ein ich weiß auch noch nicht so genau, was auf mich zukommt. Also bis später. So, warm ist es hier. Nicht so wie im gekühlten Parkhaus, im gekühlten ICE. Aber ich kann jetzt gleich in mein gekühltes Auto steigen. Ich habe ihn gefunden. Das wird mein Gefährt für die nächsten 48 Stunden, 50 Stunden. Der ist auch von vorne sehr geil. Fassig. Geht gut. Schauen wir mal, hier Parkplatz für Frauen. Hat auch gleich richtig gut abgestellt, die Karre. Ich werde mich damit jetzt mal vertraut machen. Dann geht die Klimaanlage an. Und dann geht los. Bis später. Ihr seht, ich bin nun wieder zu Hause, aber ich wollte euch noch mal eben einen kleinen Bericht einschieben. Ich habe ja gerade eben erzählt, ich war im Stempellädle und ja, ich bin jetzt zu Hause und da mache ich gerade den Vlog, den bearbeite ich gerade und ich wollte euch kurz vom Stempellädle erzählen. Das Stempellädle ist ein Gott im Himmel, vielleicht 30 Quadratmeter. Nee, ein paar mehr sind es schon. Vielleicht 40, 50. Ich kann das echt nicht schätzen. Auf jeden Fall, also das habe ich noch nicht gesehen. Regale so hoch wie eine Wand. Alles, was das Herz begehrt. So viele Stempel. Ich passe da tatsächlich nicht mal in den Gang rein. Ich konnte mich da nicht mal vernünftig drehen und wenden. Aber eine ganz, ganz liebe, freundliche Mitarbeiterin, die mir da geholfen hat. Ich habe nämlich etwas Bestimmtes gesucht, was es tatsächlich im Moment bei Stamping Up zwar gibt, aber was ich nicht so toll fand. Ich habe nämlich eine Explosionsbox basteln wollen, weil ein Bekannter von mir dem sein Kind, um Gottes Willen. Also, das Kind von einem Bekannten von mir
geht jetzt aus dem Kindergarten raus in die Schule rein und die Erzieherinnen sollen eine Explosionsbox bekommen und das Kind geht in die Mäusegruppe und jetzt hatte ich mir jetzt in den Kopf gesetzt, das sollte was mit Mäusen sein. Erstmal suchte ich was mit einer Maus oder Mäuse in irgendeiner Form, weiß ich auch nicht, Plastik, Ton, irgendwas. Ich war da relativ frei in meiner Vorstellung. Und ich suchte Mäusestempel. Wir haben zwar bei Stamping Up einen Mäusestempel im Katalog aktuell, aber der hat mich nicht so vom Hocker gerissen. Ich wollte so gerne, also die Maus von Stamping Up, die kann man super gut kolorieren, die ist total süß, wenn man irgendwie mit Farben agieren will, aber das wollte ich nicht. Ich wollte einfach eine süße Maus. Und darum musste ich mal die Fühler ausstrecken. Aber verratet mich nicht. Ich bin auf jeden Fall fündig geworden. Und ja, ich habe noch eine ganze Menge andere Sachen gefunden da. Ich glaube, ich habe da über 100 Euro gelassen. So tolle Sachen gefunden. Also, die haben ganz viel Papier, was mich natürlich nicht interessiert hat, weil da bin ich einfach von der Qualität von Stamping Up total überzeugt. Die haben Stempel von verschiedenen Herstellern. Die haben Fimo und Klebe von allen möglichen Herstellern. Die haben Pappmaché, die haben Window Color. Ich habe Perlen, alles. Ich habe alles gesehen. Und unter anderem hatten sie eben auch einfach so kleine Figürchen. Und da gab es dann auch Mäuse und Hochzeitspaare und Silberhochzeitspaare und goldene Hochzeitspaare. Und das kann ich ja nicht stehen lassen, ne? Also. Und so einen kleinen Zug in rosa und blau. Fand ich auch ganz niedlich, musste auch mit. Ja, und Zeitschriften und Bücher und also ich habe mich da total eingedeckt, das war der Knaller. Falls ihr also mal in Stuttgart seid, schaut mal im Internet nach Stempellädle, ich kann das immer noch nicht aussprechen, obwohl ich ja mit den Stuttgarter Damen tatsächlich geübt habe, das da zu sprechen. Aber ich kann das einfach nicht, Also Stempellädle, eine große Empfehlung, wenn ihr in Stuttgart seid. Oder naja, wie ich jetzt rausgefunden habe, es ist auch nicht direkt Stuttgart, es ist wohl augenscheinlich ein Vorort von Stuttgart. Aber es hat halt noch Stuttgarter Adresse. Ihr müsst da unbedingt hin, ihr müsst euch das echt mal angucken, das ist echt der Hammer. So und jetzt, wo ich fertig bin im Stempellädle, mache ich mich auf zu Anja und schwupp bin ich da. Guck, sit. Da bin ich wieder. Ihr seht, ich habe kein Parkhaus mehr hinter mir und das Schlachtschiff steht jetzt vor der Tür. Jawohl. Puh. Ich bin angekommen. Jawohl. Mein heutiger Abend findet hier statt. Das sieht aus wie immer. Sieht nämlich aus wie ein Workshop, denn ich bin bei Anja. Hi. Hallo. Ja, da bin ich ganz gespannt, was wir heute Abend so im Workshop machen. Natürlich nehme ich euch mit. Wollte jetzt mal Hallo sagen, wir müssen gleich nochmal eben los und Käse besorgen. Für morgen. Und dann bin ich wirklich gespannt, was es heute Abend als Workshop-Projekte gibt. Ich bin total aufgeregt und freue mich mega hier zu sein. Und wir haben jetzt auf jeden Fall mindestens anderthalb schöne Tage miteinander. Also, bis später. Bis später. Scharf. So. Mach dich scharf. Hallo ihr Lieben. Es ist, Zeit. Spät. 11. 23 Uhr, jawohl. Workshop beendet und jetzt ist Zeit für Käsespieß. Ich war übrigens noch eine halbe Stunde, bis ich in meinem Hotelbett liege. Ich beeile mich jetzt ein bisschen, weil mittlerweile bin ich echt hundemüde. Anja, wie geht's dir denn? Ich bin auch müde, aber vielleicht noch ein bisschen fitter.
Ja, ich habe. Aber die Nacht wird kurz, morgen früh geht es ja schon weiter. Die Nacht wird kurz, allerdings. Also machen wir jetzt ganz schnell weiter, damit genau. wir fertig werden. Gute Nacht. Gute Nacht. Ganz ehrlich, diese Karre macht mich fertig. Also, zwischen endgeil und total scheiße ist irgendwie alles dabei. Platz hat es nicht so richtig. Aber weißt ihr, was ich richtig gut finde? Hier ist die Mittelkonsole. Schlüssel liegt da auch. Hier, guck mal, die haben hier so ein Streifen, das kannst du da noch gar nicht erkennen, aber hier. Der leuchtet im Dunkeln in der ganzen Karre. Und wenn du denn hier fährst und du machst hier einen Schulterblick, dann hast du das Gefühl, da kommt einer. Da muss man sich schon noch dran gewöhnen, ne? Die Außenspiegel gefallen mir ziemlich gut, die sind relativ groß. Im Innenspiegel sieht man nichts. Der ist viel zu klein, also hier hinten, das Heck ist echt viel zu klein. Aber sonst, hör mal, 300 Klamotten und kannst du sehen, 12.121 Kilometer hat die Karre runter. Hammer. Und jetzt kann man einfach hier so, stopp, fertig. Ist das der Hammer? Die Scheinwerfer leuchten noch. Das ist ein Auto. Hier ist übrigens hinten. Hinten ist ja auch mal nichts, ne? Wer soll denn da sitzen? Aber der ist so wuchtig. Also es ist echt ein Schiff. Aber wirklich mit viel zu wenig Platz drin. Feierabend. Es ist 20 nach 12. Um 6:30 muss ich in der Karre sitzen. Super Wochenende. Nein, wir hatten einen wirklich tollen Workshop. Es hat mega viel Spaß gemacht. Die beiden Mädels waren super süß. Und Anja sowieso, habt ihr ja selber auch schon erlebt und ich freue mich mega auf morgen. Ich bin alle. Das war aber trotzdem ein toller Tag. Und am allermeisten erschlagen bin ich von diesem Schiff. Ich wollte doch nur ein Auto. Also es ist der Hammer, das kann leuchten und ich habe schon ein Video gedreht zu dem Schiff, aber ich glaube, das werde ich euch nicht antun. Das ist der Hammer, das kann leuchten, das macht alleine Fernlicht an. Und ich habe keine Ahnung, wie es wieder ausgeht. Also ja, es geht von alleine aus, wenn jemand kommt. Für meinen Geschmack tendenziell ein Tick zu spät. Aber gut. Morgen noch und dann bin ich diese Karre wieder los. Ja. Ich mache mich jetzt ins Bett. Es war wirklich ein schöner Tag. Wir haben tolle Projekte gebastelt. Die Zugfahrt war ganz gut, obwohl wir ja tatsächlich auch insgesamt eine Stunde später angekommen sind, als ich eigentlich hätte ankommen sollen. War das eigentlich ganz angenehm. Gut, der Opa hier, ne? Den haben wir schon vergessen von heute Morgen. Ja, mein Aufenthalt in Fulda war auch nichts, also halbe Stunde für Nische, weil ich musste ja nur von einem Gleis zum nächsten und innerhalb von 3 Minuten saß ich im nächsten ICE. Dafür hat das hier in Stuttgart wunderbar geklappt, also wirklich ein Hoch auf Sixt im Bahnhof in Stuttgart. Das ist echt eine Reise wert. Nicht nur, dass die mich hier doppelt und dreifach abgegradet haben, weil sie keinen SUV für mich hatten, den ich gerne haben wollte.
sondern die haben mir jetzt auch noch ein Tankpaket verkauft. 5 Liter gratis. Und ich kann die Karre jetzt ungetankt hier wieder hinstellen. Die tanken für mich. Und ich habe für dieses Volltanken 70 Euro bezahlt. Wenn ich meinen Tiguan volltanke, dann bin ich schon bei 85 Euro. Ich befürchte, dass ich auch da noch ein ziemliches Schnäppchen gemacht habe. Denn ich glaube, der fasst 70 Liter und nicht 60 wie meiner. Schauen wir mal. Wir müssen halt nur gucken, dass wir morgen dann auch ganz sparsam fahren, dass wir mit leerem Tank hier wieder ankommen. Sonst hat es sich nicht gelohnt. Aber wir gucken mal. Für einen 10er nachtanken geht vielleicht noch. Mich reizt ja schon. Da steht 300 auf dem Tacho, ne? Das ist schon... Mal gucken. Vielleicht mag Anja das auch nicht mitmachen. Ich schau mal. Vielleicht lässt der Verkehr das auch nicht zu und ich kenne mich auch nicht aus. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt so schnell hier fahren können auf den Autobahnen. Ja. Jetzt immer ganz schnell ins Bett. Morgen wird früh. Morgen wird lang. Ich bin echt gespannt, was Nadine vorbereitet hat. Ich freue mich mega drauf. Und jetzt ganz schnell. So, einen wunderschönen guten Morgen. Da könnt ihr es sehen. Es ist gleich 6:30. Mein Wecker wieder 5:30 geklingelt. Hammer. Ich habe Kopfschmerzen in die Hulle. Aber das ist eben so. Heute geht's jetzt nach Homburg. Ich fahre jetzt die Anja abholen und dann fahren wir nach Homburg und dann geht's bald los. Kommt er mit? Dann auch. So. Kleine Candy Bar. Eine Aloha-Ecke mit Pool. Und hier ist schon ganz viel los. Ist das nicht schön? Hallo ihr Lieben,
17 Uhr. Ich bin überhaupt noch nicht dazu gekommen, mal was zu machen für meinen Vlog. Wir haben so viele tolle Projekte gemacht, das ist der Mega-Hammer. Ich muss auch mal eben gucken. Oh, Jenny steht schon wieder bei uns am Tisch, erklärt die nächste Box. Aber ich wollte mal eben wenigstens noch einen kleinen Eindruck für euch. Da hinten in rosa ist Jenny, die steht bei uns am Tisch und erklärt gerade die neue Box. So viele Leute noch immer heiß am Basteln. Ja, wir haben mega viel Spaß und ich blende euch einfach mal ein paar Impressionen ein. Hallöchen. So, wieder auf dem Schiff. Zurück. Geht's jetzt Richtung Abendveranstaltung. Da das eine private Veranstaltung ist, werde ich jetzt nicht erzählen, was wir heute Abend so tun. Auf jeden Fall tun wir das gemeinsam. Wir sind mega alle und super müde mittlerweile, aber es war wirklich ein ganz, ganz tolles Event. Wir haben wieder super tolle Leute kennengelernt und ganz tolle Leute wieder getroffen. Und ja, was man sich so für Gedanken macht, ob man mit so einer Bonzenkarre bei Lidl einkaufen kann. Kein Problem, weil der X5 steht gleich daneben. Da haben wir die Bonzenkarren mal eben nebeneinander geparkt. Ich zeige euch mal eben ein Foto. Das ist geil, oder? Ja, brauche ich mir überhaupt keine Gedanken machen, ob man bei Lidl einkaufen kann mit so einem Jaguar. Ja, jetzt geht's zur Abendveranstaltung. Es wird spät, aber es wird geil. Wir haben Bock. Und schlafen können wir dann nächste Woche wieder. Und darum sage ich jetzt zu euch Tschüss. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt muss ich das Ganze hier auch noch nachvertonen, weil bei unserem Frühstück, was wir hier gerade haben, die Anja sagt auch gerade guten Morgen, wir sind nämlich bei McDoof und frühstücken gerade Eis. Nein, Scherz, das ist schon die zweite Runde, weil wir sitzen da schon ein bisschen. Aber es lief Musik im Hintergrund, die ich vermutlich nicht bei YouTube streamen darf. Und bevor mir das Video jetzt aus GEMA-Gründen gesprengt wird, muss ich das jetzt hier also nachvertonen. Ich erzähle euch übrigens gerade was von, nee, ich sehe fett aus, wenn das Video weiter weg ist. Und guck mal, was wir für Augenringe haben und wir quatschen uns hier wach, weil wir beide so müde sind. Aber wir hatten einen ganz, ganz tollen Tag am Samstag im Saarland in Homburg und einen ganz tollen Abend auf unserer Abendveranstaltung. Und jetzt suchen wir uns noch was zum Mittagessen und dann geht auch schon bald mein Zug. Genau, das ist so in etwa das, was ich in der Zeit jetzt da gerade gesagt habe, was ich jetzt leider neu vertonen muss. Nun gut. Video machen ist hier denkbar schlecht, weil hier überall Menschen sitzen. Wir sind in der nächsten Lokalität angekommen. Ich sollte vielleicht auch in die Kamera gucken, wenn ich mit euch rede, ne? Wir sind in der nächsten Lokalität angekommen und wir haben Mittagessen gefunden. Wir waren jagen, das Mittagessen. Es gibt Bagel mit Schoko-Bananen-Shake und Erdbeer-Frosen-irgendwas. Und ja, das werden wir beide uns jetzt nämlich noch gut gehen lassen. Und wie spät haben wir es jetzt? Viertel vor zwei. Also, time is ticking. Von mir ein kurzer Gruß aus dem Zug. Anja steht schon draußen. Jetzt mal ein bisschen von unten, damit ich hier niemanden aufs Bild mitnehme. Hier ist nämlich wahnsinnig voll, hier ist ganz viel los. Bin jetzt in Köln ausgestiegen, ganz pünktlich, habe jetzt eine halbe Stunde Aufenthalt und steige dann in den nächsten Zug nach Bremen. Das ist mein zweiter und letzter Umstieg jetzt. Läuft im Moment ganz gut. Ich habe gerade gelesen, Mexiko führt 1-0. Läuft nicht so gut, aber manchmal ist es so. Ja, Abschlussbericht kann ich bei der Lautstärke hier jetzt ja irgendwie gerade nicht machen. Das machen wir dann später, wenn wir zu Hause sind. Und ich gucke jetzt erstmal, wo ich mich ein bisschen hinsetzen kann, weil ich eine halbe Stunde Verspätung habe. Also, bis später.
So, ihr Lieben, da wo ich angefangen habe, da höre ich jetzt auch wieder auf. Meine Arme sind lahm. Ich kann euch nicht mal mehr festhalten. Ich bin so kaputt. Der wenige Schlaf... Oh, ich muss noch ein Stück runter. Tut mir leid. Der wenige Schlaf zollt echt seinen Tribut jetzt. Ich habe mir im Zug so ein bisschen überlegt, was ich heute noch sagen wollte. Das schaffe ich nicht mehr. Insofern mache ich morgen einfach in Ruhe nochmal ein Resümee. Und jetzt ist erstmal Feierabend. Einen habe ich noch für euch. Man guckt ja irgendwann mal aus dem Fenster und denkt, kennst du schon was? Wusch, wusch, wusch. Oh ja, war Dreie. Es ist ein Vorort von Bremen. Dann dauert es ja nicht mehr lang. Und das aller Schlimmste ist, wenn du todmüde, völlig kaputt und nur noch nach Hause willst und der Zug fährt an deinem Schlafzimmer vorbei und du siehst, da war meine Wohnung. Und der Zug fährt einfach weiter. Ja, so passiert ungefähr vor 20 Minuten und dann fing der gute Zugbegleiter an mit: Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Bremen Hauptbahnhof. Da war ich nur leider schon an meinem Zuhause vorbeigefahren. Also nicht, dass ich es verpasst hätte, aber ich wohne an einer Bahnstrecke, also für die, die schon mal hier waren, die wissen das. Ich wohne an einer Bahnstrecke und an der bin ich heute vorbeigefahren, auf dem Weg zum Bahnhof. Und ich habe zufällig rausgeguckt und denke, guck mal, da ist dein Schlafschade. Ja, der Umweg hat mich jetzt noch mal eine halbe Stunde gekostet. 10 im Zug und 20 im Taxi, aber gut. Wie ihr seht, eine Wand rot, die Gardinen in schwarz. Ich bin in meinem Schlafzimmer angekommen. Jetzt kommen die Beine ins Bett. Der Kopf aufs Kissen. Und morgen gibt's für euch ganz in Ruhe nochmal einen Abschlussbericht. Ich werde nochmal ein bisschen erzählen. Und ich glaube, das ist netter, als wenn ich das jetzt noch versuche. Also, ich schlaf gut. Und dann bis morgen. Hallo ihr Lieben. Ja, nun haben wir heute schon Dienstag, obwohl ich gerade zugesagt habe, dass ich morgen, also Montag, den Abschlussbericht mache. Aber ich hatte natürlich meinen Alltag Montag sofort wieder. Und das Einzige, was ich mir tatsächlich gegönnt habe, ist, ich bin nach meiner letzten Ansage sofort ins Bett gegangen. Und ich habe auch fast sofort geschlafen. Und habe dann auch tatsächlich 12 Stunden geschlafen. Aber dann hatte mich natürlich sofort mein Alltag wieder am Montag und ich musste arbeiten. Und war Montagabend auch dann wieder relativ kaputt. So dass ich also heute erst dazu komme. Ich habe heute den ganzen Tag Explosionsbox gebaut. Habe ich vorhin ja schon erzählt. Die Mäusebox ist fertig und abgeholt. Und seit die weg ist, sitze ich an dem Vlog, weil ich eigentlich heute zum Sport wollte, aber leider absagen musste. Und dachte, ich nutze die neu gewonnene Freiheit, um das Vlog fertig zu machen. Das mache ich jetzt. Dazu gehört auch dieser Abschlussbericht und den wollte ich natürlich gerne noch machen. Ja. Im Nachhinein betrachtet, das Wochenende war mega. Das habe ich ja auch das ganze Wochenende schon gesagt, auch wenn also meine Augen wahrscheinlich eine andere Sprache gesprochen haben. Ich war einfach echt platt. Ich habe ja schon mit zu wenig Schlaf angefangen. Dadurch, dass ich am Donnerstag noch so viel arbeiten musste. Ich habe ja einfach immer das Problem, dass ich viel vorholen muss und dann auch viel nacharbeiten muss, wenn ich mal so einen
Wochenende nicht da bin und je länger die Zeit ist, die ich nicht da bin, desto ärger ist das eigentlich mit dem Vorarbeiten und dem Nachholen. Ja, und wie das denn ist, ne? Wenn man eine halbe Stunde Kofferpacken plant, also das kannst du gleich vergessen. Ich kann nicht Kofferpacken in 30 Minuten, das geht einfach nicht. Ich habe ja auch noch die Swaps einpacken müssen und Bastelmaterial einpacken müssen und das geht nicht in 30 Minuten. Also wer das kann, Hut ab, ich kann das nicht. Ja, die Fahrt mit der Deutschen Bahn, sowohl hin als auch zurück, fand ich ganz gut. Für die Passagiere kann die Deutsche Bahn ja nun auch nichts. Und auch die Verspätungen fand ich eigentlich im Rahmen. Ich wusste von der einen halben Stunde und dass der Zug so nicht funktioniert, das wusste ich ja im Endeffekt schon ein paar Tage vorher. Und konnte mich darauf einstellen. Ich muss mal eben die Hand wechseln, sonst wird es mir hier echt gleich noch lahm. So, konnte mich darauf einstellen, einen anderen Zug zu nehmen. Und es war auch kein Problem, für diesen anderen Zug nochmal eine Sitzplatzreservierung zu bekommen. Und ja, ich habe jetzt erster Klasse. Ich habe allerdings auch im Januar tatsächlich schon gebucht. Ich habe erste Klasse hin und zurück mit Sitzplatzreservierung jetzt 81,80 Euro bezahlt, was ich... Also, das hätte ich mit dem Auto nicht hingekriegt. Man muss sicherlich nicht mit zwei Gepäckstücken reisen. Also, ab zwei Gepäckstücken wird es einfach schwierig. Zumal mein Bastelkoffer auch nicht so richtig irgendwo drauf passte. Aber ansonsten war auch das Fahren mit der Bahn echt entspannt. Und also, ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich 3 Euro mehr bezahlt als zweiter Klasse. Also ich kann echt nur jedem von euch den Tipp geben, wenn ihr mal mit dem Zug fahrt und ihr wirklich die Chance habt, früh ein Ticket zu buchen, weil ihr das früh wisst, guckt einfach mal nach dem Unterschied zwischen erster und zweiter Klasse für 3 Euro mehr. Fand ich das jetzt nicht so schlimm. Ich habe entdeckt, in der ersten Klasse sind eben auf der einen Seite 2 Sitze und auf der anderen Seite nur 1 Sitz. Und die Sitze sind breiter und es sind auch tatsächlich nicht so viele Leute da. Die haben immer gesagt, der Zug ist ausgebucht. Das hast du in der ersten Klasse aber nicht gemerkt. Dort waren immer noch Plätze frei, da hätten immer noch viele sitzen können. Aber wenn ich ausgestiegen war und der Zug dann an mir vorbeifährt und auch ich da nochmal reingeguckt habe in die zweite Klasse, da war also schon auch wirklich Stehen angesagt. Das war schon ein echter Unterschied. Ja, das Hotel war ganz okay. Ich hatte es gebucht ohne Frühstück, weil wir ja am Samstag relativ früh losgefahren sind. Da hat Frühstück überhaupt keinen Sinn gemacht und am Sonntag ist die Anja nach Stuttgart gekommen und wir haben gemeinsam gefrühstückt, sodass ich also auch da im Hotel auf Frühstück verzichtet habe. Fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Was ich sehr unschön fand, war, aber da kann natürlich weder das Hotel noch sonst irgendjemand was dafür. Die Lage an der Baustelle ist natürlich schwierig und nachts konnte man einfach auch kein Fenster aufmachen. Ich schlafe ja immer mit offenen Fenstern. Und ja, es war halt sehr unangenehm, weil es war viel los. Es waren viele Autos. Es waren viele Jugendliche, Gegröle und Gekreische. Und ja, das hat natürlich dann auch beide Tage den Tribut gezollt, weil ich Kopfschmerzen hatte wie Hulle. Ja, am Freitag... das Auto, ja. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hatte eigentlich eine Tiguan-Klasse gebucht, weil ich hier ja auch Tiguan fahre zu Hause. Mir war es wichtig, einen SUV zu fahren, weil er einfach Platz hat. Und weil ich diese 500 Kilometer echt nicht in so einer Gurke fahren wollte. Weil das ja schon auch ein ganz schöner Ritt ist, 500 Kilometer an einem Tag. Und ja,
Nun hatten sie keinen SUV, aber sie hatten gefragt, ob für mich SUV wichtig wäre. Und ja, SUV ist wichtig. Ich wollte nicht. Ich finde das auch ganz furchtbar, mit dem Popo so auf dem Boden lang zu rutschen. In so einer Limousine. Aber ja, gut. Dass da gleich so eine Bonzenkarre bei rumkommt, fand ich gut. Also ich fand es wirklich kulant von Sixt, mir so ein Auto mitzugeben. Auch für den Preis, den ich jetzt bezahlt habe, fand ich es wirklich super günstig. Ich habe jetzt gerade die Rechnung gekriegt heute. Ich habe jetzt alles in allem für das Auto 250 Euro bezahlt. Mit Tanken, mit Vollkaskoversicherung, mit 750 Kilometer inklusive für die Tage, die ich hatte. Das war also wirklich sehr okay. Ja, es war ein Erlebnis, mit diesem Auto zu fahren, definitiv. Meine Mama hat mich gestern Abend gefragt, ob das mein Auto wird. Ich sagte, nein, das wird definitiv nicht mein Auto. Dafür habe ich in dem Auto einfach auch zu wenig Platz. Und dafür ist mir das Auto auch tatsächlich, also drei Nummern zu groß. Ich hatte mich mit Jenny darüber unterhalten. Jenny findet den Wagen auch total mega und wir waren auch da und haben uns das Auto angeguckt und sie saß mal drin. Aber man kann einfach mit diesem Auto, das kannst du ja nirgendwo an der Straße stellen. Also ich, der stand nun beide Nächte bei Sixt, wo ich ihn abgeholt habe. Dadurch, dass diese Station in Stuttgart am Bahnhof ist und ich auch in Stuttgart am Bahnhof das Hotel hatte. Und also ich hatte dann einfach ein kostenloses Parkticket von Sixt noch bekommen für die Zeit, dass ich einfach immer ein- und ausfahren kann, so wie ich möchte. Konnte ich also bei Sixt parken, was denen ja auch sehr zu Pass kam. Ist ja anders, als wenn ich die Karre irgendwo an die Straße stelle. Und ja, bei Anja auf dem Hof war es natürlich auch ganz okay, die stehen zu haben. Ich habe schon ein paar Mal darüber nachgedacht am Samstag in Homburg, ob man die da einfach so an der Straße stehen lassen kann. Aber das ging sehr gut. Aber ich fahre halt kein Auto, bei dem du dir immer Gedanken darüber machen musst, kann das da jetzt stehen oder kommt das da gleich weg oder kommt gleich irgendjemand und verkratzt die Karre oder ja, das ist mir einfach definitiv drei Nummern zu groß gewesen. Dieser ganze Schnickschnack mit Knöpfchen drücken, Fahrzeug an, das ist irgendwie nett, das ist echt eine tolle Spielerei, das hat auch wirklich Spaß gemacht. Ja, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, ich hatte ja erzählt, irgendwie Tacho 300 und so. Ja, da ist wohl nicht so richtig draus geworden. Bei 200 war Schluss. Da kam einfach nicht mehr, auch wenn die Straße tatsächlich mehr hergab, aber aus der Karre war nicht mehr rauszuholen. Er hat sich also millimeterweise weiter gekraxelt auf dem Tacho, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass der bei 200 schon Schluss macht. Gut. 200 reicht vom Prinzip her ja auch, aber wenn schon 300 auf dem Tacho stehen, dann ist man ja schon so ein bisschen versucht, das auch mal auszuprobieren. Ja, dann hatten wir Stempelädle, da hatte ich ja schon mal vorhin was zu gesagt. Würde ich auch jederzeit wieder hinfahren. Ich habe ja plane ja Urlaub im Oktober in Stuttgart und da werde ich mit meinem eigenen Auto darunter fahren, weil ich eben auch gleich eine ganze Woche dann da bin. Und ich bin auf jeden Fall dann nochmal wieder im Stempelädle und bis dahin stelle ich hier ein großes Sparschwein hin, um noch ein bisschen Geld zu sparen, damit ich da auch nochmal wieder shoppen gehen kann. Ja, dann war ich auf der Katalogparty bei Anja. Das war ein ganz, ganz toller Abend. Ich habe mich gefreut, Andreas wiederzusehen und habe mich gefreut, die Kinder von Anja kennenzulernen. An dieser Stelle auch nochmal einen ganz lieben Gruß an die Annika. Schön, dass ich dich kennenlernen durfte und ich hoffe, dass wir beide im Herbst mal die Möglichkeit haben, gemeinsam zu basteln. Ja,
Katalogparty war toll, die Projekte waren klasse. Ich zeige euch, oh, ich weiß noch gar nicht, ich glaube, wir haben es jetzt echt schon bald Mitternacht, also wird dieses Video morgen, also Mittwoch, nicht rauskommen, sondern vermutlich dann erst Donnerstag. Dann könnte ich also morgen noch euch die Projekte von der Katalogparty zeigen. Es war ja so eine Mischung, würde ich jetzt sagen, aus Katalogparty und Workshop. Die Damen heute, oder an dem Freitag waren halt sehr bastelbegeistert. Anja erzählte, dass die Damen auf der vorherigen Katalogparty 14 Tage vorher also sofort die Nase in den Katalog halten mussten. Und die Damen jetzt waren eigentlich dann mehr bei den Projekten. Aber es war ein toller Abend. Das hat Spaß gemacht, auch Anjas Projekte einmal nachzubasteln und irgendwie in ihre Projekte auch noch meine Art unterzubringen. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ja, wir waren wirklich kaputt, als wir da Käsespieße machen mussten. Und Anja hat dann auch noch Tomaten-Mozzarella-Spieße gemacht. Da war ich allerdings schon losgefahren, denn ich musste ja auch noch eine gute halbe Stunde fahren, bis ich wieder in Stuttgart war. Und ja, dann war es trotzdem so früh am nächsten Morgen, weil ich dann gesagt hatte, ich fahre um 6:30 los. Dann braucht sie nicht nach Stuttgart zu kommen, sondern ich hole sie wieder ab. Und ja, dann waren wir einfach auch auf dieser langen Strecke, wobei also ich wirklich das Gefühl hatte, in diesem Schiff, in diesem Wohnzimmer, wie ich es zwischendurch schon genannt habe, also die Strecke war nix, ne? Das ging echt gut. Na, 2,5 Stunden sind 2,5 Stunden, da geht nichts dran vorbei, aber man steigt aus dem Auto aus, als wäre nichts gewesen, ne? Das war echt bequem und elegant und das ging sehr gut. Ich habe auch so ein bisschen Schiss gehabt um einen Parkplatz in Homburg, aber auch das war kein Problem. Wir waren früh genug da, dass wir also fast vor der Haustür da parken konnten. Das war auch sehr angenehm. Ja, Statistik war toll. Mir hat das sehr gut gefallen. Das war ja dieses Mal anders. Letztes Mal wurden die Projekte an allen Tischen zur gleichen Zeit gebastelt. Und letztes Mal waren mehr Teilnehmer da und wir hatten im Endeffekt irgendwie unser halbes Bastelzimmer dabei, weil wir sollen dann die Stempelset und die Stempel und die Farbe und in Acrylblock und keine Ahnung was alles mitbringen. Dieses Mal war das eben anders gelöst, durch diese Kisten mit den Projekten und jeder Tisch, das waren 6 Tische, 6 Kisten, 12 Projekte, jeweils eins von Jenny und eins von Nadine. Das war echt gut gelöst, das hat Spaß gemacht. Man musste halt nicht sein halbes Bastelzimmer mitnehmen und wir waren auch nicht so viele Leute. Das fand ich persönlich wirklich sehr viel angenehmer. Das Essen war super lecker, es hat wieder jeder was mitgebracht. Das war genauso wie letztes Mal. Und ich fand es halt einfach toll, die Leute wiederzusehen und neue Leute kennenzulernen. Und ja, alles in allem wirklich eine tolle Veranstaltung. Ich freue mich tatsächlich auf Statistik 4. Nadine hat gesagt, sie macht eventuell was Weihnachtliches und ich habe ihr da ein Datum in meinem Urlaub angeschnackt. Vielleicht macht sie es ja möglich oder vielleicht passt es in ihren Plan oder wie auch immer. Müssen wir mal gucken. Wenn es nicht passt, passt es natürlich nicht, ganz klar. Aber man weiß ja, redenden Menschen wird geholfen und so, ne? Also vielleicht bin ich dann in meinem Urlaub nochmal zum Weihnachtsworkshop bei Nadine. Ansonsten freue ich mich jetzt schon auf Statistik 4. Und ich habe mir einfach auch schon überlegt, wie wir es machen. Ich fahre zum Statistik 4 dann wahrscheinlich auch wieder mit dem Zug und werde mir dann in dem Fall in Homburg oder in Saarbrücken oder wie auch immer dann nochmal einen Mietwagen nehmen. Denn ich werde das ja auch wieder nicht an einem Tag machen, sondern wahrscheinlich dann auch wieder Freitag bis Sonntag. Weil das einfach sonst viel zu anstrengend ist. Das sind unendlich viele Kilometer. Das funktioniert einfach nicht an einem Tag. Da bin ich zu alt für. Ich werde 40 im Sommer. Das geht nicht. Ja,
Die Abendveranstaltung am Samstag, ihr wisst ja, war auf jeden Fall toll. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, waren nette Gespräche und ja, war schon schön. Obwohl natürlich wir müde, platt und hungrig und ja, aber wir waren ja, wie ihr schon gesehen habt, noch bei Lidl einkaufen. Das war der überhaupt der Knaller. Ehrlich, mit so einer Karre bei Lidl auf dem Parkplatz. Aber gut, also wir waren ja Freitag auch schon bei Revo und haben Käse gekauft. Da habe ich aber in der letzten Ecke geparkt, da hat mich keiner gesehen. Jetzt bei Lidl habe ich in erster Reihe gestanden, quasi im Eingang. Ja, mein Gott, so ist es dann. Ja, natürlich war ich auch am Samstagabend wieder sehr spät erst im Hotel und Anja hatte sich Sonntag schon für 9:30 angekündigt, sodass ich also auch ja dann schon um 8:30 aufgestanden bin, mich noch fertig gemacht habe und dann auch gleich die Koffer gepackt habe, denn ich musste tatsächlich um 12 das Zimmer räumen. Und habe das einfach dann schon vorgezogen. Der Herr an der Rezeption hat mir freundlicherweise die Koffer noch abgenommen, bis nachmittags mein Zug fuhr, sodass ich also nicht mit den Koffern da den ganzen Tag rumeiern musste. Wir wollten uns zuerst nochmal irgendwie in die U-Bahn setzen und irgendwo frühstücken fahren. Aber ich war so kaputt, dass ich eigentlich ganz froh war, dass wir nur bei McDonald's 3 Meter neben dem Hotel waren. Und uns da ein bisschen Rührei gegönnt haben und ja, hinterher hatte Anja noch ein Eis und ich hatte noch einen Milchshake und naja, halt, ne, ungesundes Zeug, was man soll bei McDonald's sonst essen. Aber wir hatten Sonntag noch eine Menge gequatscht, das fand ich total schön, auch wenn wir tatsächlich beide unendlich müde waren und am besten irgendwie uns eine Stunde ein Hotel genommen hätten, um einen Mittagsschlaf zu machen. Aber ja, wir haben es rumgekriegt. Ich habe tatsächlich noch gar nicht wirklich wieder mit Anja sprechen können, weil ich hier so unfassbar viel zu tun hatte die letzten 2 Tage. Aber ich hoffe, dass Anja sich auch einfach so ein bisschen wieder regeneriert hat. Bei ihr ging ja dann tatsächlich auch Montagmorgen gleich der Alltag wieder los. Wobei sie Sonntagabend noch auf einer anderen Veranstaltung war. Also, ja, warum nicht? Also, das war bestimmt auch mega anstrengend. Aber ich weiß schon, dass sie beim Deutschlandspiel gucken nicht eingeschlafen ist. Das haben wir noch miteinander geschrieben. Ja, das war mein Vlog. Wie hatte ich ihn genannt? Bremen, Stuttgart, Homburg, Stuttgart, Bremen in 60 Stunden. Anstrengend war es, toll war es, lustig war es, traurig war es. Also, wir haben alle Gefühle durch. Ich mag einfach unheimlich gerne mit den Stempelmädels zusammen sein. Es macht unheimlich viel Spaß, auf so einer Veranstaltung Leute kennenzulernen, gemeinsam zu basteln, zu swappen. Ich verlinke euch hier nochmal, also da oder vielleicht da. Naja, da oben auf jeden Fall. Das Swap-Video. Und wenn wir damit fertig sind, verlinke ich euch an selber Stelle nochmal. Die Projekte, ich habe euch die vorhin schon mal verlinkt. Das Video ist Swappen, ist Montag online gegangen und die Projekte sind Dienstag online gegangen und das könnt ihr euch nochmal anschauen. Dann habt ihr wirklich alles vom Statistik gesehen, was es da so zu sehen gab. Wie gesagt, morgen Mittwoch. Geht dann noch die Workshop-Projekte von Anja online. Und ja, ich bin morgen schon wieder in Weihe. Aber wenn ihr das Video seht, ist das auch schon wieder Geschichte. Dann war ich in Weihe. Ich muss nochmal gucken, wie lange das so dauert, ein über einstündiges Video bei YouTube hochzuladen. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ich hoffe, euch hat das gefallen.
Ich könnte euch mitnehmen nach Brecklum. Das ist die nächste Veranstaltung, auf die ich fahre. Wenn ihr Bock habt, wieder auf dem Vlog. Mir hat das schon Spaß gemacht, obwohl ich ja also tatsächlich hier hoch kann und quer und so. Ich gelobe Besserung, ne? Es ist eben auch mein erster Vlog und ich muss einfach noch ein bisschen üben. Ich mache das ja auch alles mit meinem Handy und ja, da muss ich tatsächlich einfach noch mal so ein bisschen dran. Jetzt guck mich selber immer wieder an, weil mitten auf meiner Stirn steht 23 Minuten und 17 Sekunden geschrieben. So lang ist das Video jetzt. Ja. Ich würde mich freuen über ein Däumchen hoch und tatsächlich würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr hier unten einen Kommentar hinterlasst, wie ihr dieses Vlog-Video findet und ob ihr mehr von diesen Vlog-Videos sehen möchtet, wenn ich unterwegs bin. Also wir hätten dieses Jahr definitiv noch Brecklum auf dem Plan, am letzten Septemberwochenende, die Mega-Workshop-Veranstaltung von Sonja Schulte. Dann haben wir ja Mitte Oktober eventuell irgendwas in Stuttgart. Also entweder ich überrede Anja noch zu einem Workshop oder Nadine macht einen Workshop oder wie auch immer. Sollte sich da also Stamping-Up-mäßig irgendwas ergeben, würde ich euch auch dort mitnehmen. Dann haben wir on stage, jawohl, im Estrel im November. Das wird die Megasause. Stamping-Up wird 30 und ja, wir fahren alle hin. Ich nehme drei Viertel meines Teams mit. Da freue ich mich sehr. Und dann schauen wir mal. Also da kann ich euch auch sehr gerne mitnehmen, wenn ihr möchtet. Und ja, ihr müsst nur sagen, ob ihr da Bock drauf habt. Dann würde ich einfach auch, man wächst ja mit seinen Aufgaben und man lernt mit Praxis. Wenn ihr Lust habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen tollen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr dieses hier schaut. Und bis bald. Tschüss.